Der Monitor, der Halbprofi, vielleicht sogar Vollprofi-Kamera vom ASV Neumarkt, da geht das Ganze im Livestream direkt ins Netz und ganz sicher später dann auch auf dem YouTube-Kanal. ASV Neumarkt, Tischtennis. Das sind schon die Videos von der letzten Bayerischen Meisterschaft. Tolle Aufnahmen, angucken, googeln. Im Tennis gibt es dafür Balljungen. Das fehlt uns noch im Tischtennis. Da muss der Altmeister weite Wege gehen, um selber den Ball zu holen. Vielleicht sogar eine günstige Verschnaufpause. Nur kalt darf er nicht werden. Zwei, 5-5, aber es geht auf 4 Gewinnsätze. Jeder Spieler kann sich noch einen Satz erlauben, den er verliert. Aber andererseits, was daheim ist, ist daheim. Kurz schlägt das Pendel mal aus Richtung Tom Schweiger. Ich glaube, der war erstmal 2-0 hinten. Also jetzt erstmalig die Führung für ihn. Und die Ball, er aus. Punkt für Punkt. Hat ca. 150, denke ich, mindestens DDR-Punkte weniger. Als Alex. Aber Fehlaufschlag bleibt trotzdem Fehlaufschlag. Ah, da will er es nochmal wissen. Oder sich zumindest wieder in einen Rausch spielen für einen guten Start. In Satz Nummer 6. Und bei 9-7 ist da noch nichts gegessen. Dank Kantenball. Punkt für Punkt. Wer den Flemming in Hilbertstein spielen sieht, der weiß, es gibt so Phasen, da spielt er sich in den Rausch. Und dann ist er unwiderstehlich. Mal schauen, ob es funktioniert. Jetzt! Es sieht gut aus. Aber ein bisschen Glück braucht man bei diesem Spielstand natürlich auch. Möglicherweise sein Glücksbringer an die Pereira, Mannschaftskollege. Nummer 1, zweite Bundesliga, TV Hildburgstein seit der Rückrunde, dank besten Spielergebnissen. Ja? Sag ich doch, ein bisschen Glück braucht man trotzdem und eben halt mal nicht. Ja.
Und eben mal wieder. Gut, der muss, glaube ich, nur auf den Tisch. Dann ist er gut genug für den direkten Punkt. Aber er hätte auch im Netz hängen bleiben können. 10-10, es geht hin und her. So ist das im Tischtennis grundsätzlich. Und den hat er ihm wieder zu schön auf den Schläger gespielt, auf die Vorhand. Da wäre der Wendepunkt, der Ellenbogen, die Wampe, eventuell besser gewesen, aber sagt sich so einfach. Entscheidungen treffen innerhalb kürzester Zeit, viele davon sind gar keine bewussten Entscheidungen, sondern Reflexe. Aber zweimal hintereinander ihn so schön auf der Vorhand bedienen. Auf diesem Niveau, in dem es so wenig Unterschiede gibt, wird das schnell bestraft. Vom Schweiger, vom Papa gecoacht, hat ihn übrigens vor den Finals heute höchstpersönlich am Tisch eingespielt. Ich weiß nicht, wie gut der in seinen besten Zeiten war. Sicher nicht so gut wie sein Sohnemann. Coacht sehr offensiv, ist ja seit neuestem erlaubt. Das heißt, seit neuestem auch schon wieder ein paar Jahre. Von außen reinzuschreien als Coach. Ob das immer gut ist, weiß ich nicht. Also ich könnte es nicht haben. Es sind hier einige Eltern gewesen, die quasi nach jedem Ballwechsel Tipps reingeschrien haben, bis dann irgendwann einmal die Kinder sehr genervt reagiert haben. Ich werde da keinen Namen nennen. Keine Sorge. Tom Schweiger kommt da scheinbar ganz gut klar. Andere Kids nicht. Wäre also die Frage, sollte man diese Regel wieder abschaffen? Meine Meinung ja unbedingt, vor allen Dingen haben wir hier ja nicht Jugendbereich, obwohl ja einige Jugendliche mitspielen. Zum Beispiel eben Tom Schweiger. Aber nochmal, er scheint klar zu kommen mit seinem Papa. Und er meint es ja auch nur richtig gut. Freut sich mit den Erfolgen seines Sohnes. Vielleicht meinen es aber die anderen auch alle gut und erreichen manchmal das Gegenteil. Muss jeder auch am Ende selber wissen. Fakt bleibt aber, dass die Kinder da öfter mal relativ wehrlos sind. Des ganzen Turniers, so gar nicht nur dieses Spiels. Erinnert ein bisschen an Maschinengewehrseiten. Aber von beiden Seiten. Und die erste Netzberührung bringt dann den Spieler aus dem Rhythmus. Es läuft gerade mal wieder für den Alex, den Großen, den amtierenden Weltmeister im Clickball.
Ihr wisst Bescheid. Fun-Sportart mit dem blauen Schläger, beidseitig blau. Sandpapier. Und Hardbait-Weltmeister 2023 gegen Jimmy Butler. Der Amerikaner war das vorher 25 Jahre in Folge. Ein Rekord für die Ewigkeit. Und das ist schon ein Ding. Das bringt schon nur Alex der Große. Er fährt zum ersten Mal hin, bereitet sich ein bisschen vor. Und entthront den Champion in seiner Heimat Amerika. Bad, das ist dieses Brettler, haben wir früher gesagt, als es noch ganz modern war. Runner Hard. Als ich Tischtennis angefangen habe. Mitte der 60er. Da hat die ganz große Mehrheit aller Tischtennisspieler noch das Brettler gespielt. Runner Hard. Aber was er sowohl mit dem Sandpapier als auch mit dem Hardbait-Schläger macht, das hätten sie sich wahrscheinlich nie vorstellen können. Das ist eine ganz andere Geschichte als Viktor Barna, nachdem der Schläger benannt ist. Hey, wo ist mein Hemd? Mir fällt gerade mal soeben auf, dass Alex hier ja sogar 3-2 hinten gelegen ist. Jetzt wird es also für ihn schon Zeit, den Satz heimzubringen, damit er noch einen siebten spielen darf. Aber der Fisch zappelt noch. Netzaufschlag. Ja! So, auch wenn die Führung relativ sicher schien, da ist man dann doch letztendlich froh, wenn man den schwersten aller Punkte macht, nämlich den 11. mit Minimum 2 Vorsprung. Wir sprechen Englisch, das hat seine Gründe. Sein Teamkamerad, Mannschaftskollege aus Kuba kann kein Deutsch oder zumindest viel zu wenig. Aber der Alex ein bisschen Englisch, klar. Oberschule, Gymnasium, Studium der Betriebswirtschaft, glaube ich. Falls irgendwann mal der Moment auftaucht, wo er nicht mehr vom Tischtennis alleine leben kann, noch scheint es zu gehen, inklusive Trainerstunden. Und vor allen Dingen seine Nebensportarten. Da gibt es richtig viel Geld zu verdienen, manchmal vierstellige Summen. Im Kickball und im Hardcore. Aber die sind auch schnell aufgebracht.